begrüße euch zur ersten Folge von Tram Sim, dem Wiener Straßenbahn Simulator. Und ja, wir werden heute ein neues Spiel starten. In der nächsten Folge werden wir uns dann auch diese Tram Challenges anschauen und so. Aber ja, heute werden wir mal den Fahrplanmodus ausprobieren. Und ja, Linie 1, Flag City. Ihr seht jetzt meine Mauszeiger irgendwie anders, warum auch immer. Aber ich tue gerade auf der Linie 1 herumzeigen. Dann Flag City in Richtung Prater vom Stefan-Fadinger-Platz um 15 Uhr im Sommer. Ich würde sagen, so starten wir das Spiel und setzen uns hinter das Cockpit. So, das Spiel ist gerade kurz nochmal gecrashed. Ich habe es jetzt wieder neu gestartet, die Welt. Wir sind jetzt hier schon am... Hier ist unsere Station nochmal. Prater. Nee, so nicht. Stefan-Fadinger-Platz. Wir lassen nochmal kurz unseren Kollegen hier vorbeifahren. Löschen dabei unsere Freigabe. Schließen die Türen. Bing uns nach vorne. Bitte nicht anzeigen, falls ich nicht der beste Fahrer bin. Das kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr das Video anschaut. Ich bin es zweimal so halbwegs gescheit die Tour gefahren. Deshalb bin ich jetzt nicht der Profi und ich spiele generell nicht so viel Straßenbahn. Und die Steuerung ist auch ein bisschen anders als bei anderen Spielen, weil das hier eben durch diese Gangschaltung hier funktioniert. Aber das sollte kein Problem sein. Stefan Fadinger Platz, grüß Gott. Wir bleiben hier mal stehen, öffnen die Türen und warten, bis alle reinkommen. Alle rein da! Das sieht einfach schick aus. Basiert auf der Unreal Engine. Und ja, mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video dann seht, wird der Livestream schon gewesen sein. Ich werde wahrscheinlich am Montag einen Livestream machen von Tramsim zusammen mit Simulator TV. Und ja, deshalb ist seht ihr die Folge wahrscheinlich erst später. Aber ihr könnt euch den Stream immer noch auf Twitch anschauen. Ja, ich bin jetzt gerade in der Innenansicht von dieser wunderschönen Straßenbahn. Wirklich, ich bin zwar noch nie selber damit gefahren, habe aber schon Videos gesehen und es schaut wirklich so aus. Ah, okay. Da steigen jetzt gerade noch immer die Leute an. Okay. Aber hier haben wir dann noch eine Ansicht. Sieht auch sehr schön aus. Und hier hinten. Diese Infoscreen, da steht jetzt, normalerweise sind hier die Haltestellen aufgelistet. Das funktioniert anscheinend nicht so gut. Aber die Monitore schauen wirklich so aus. Und ich finde das auch. Ich finde, dass es auch sehr schön aussieht. So, wir geben die Freigabe raus. Und würde mal sagen, fahren los. Hallo? Wo? Ja, da ist irgendwo wieder so eine buggy Person drin. Aber die Licht, das Innenlicht ist schon ausgegangen. Wir werden jetzt hier mal auf 50. Ups. Begrenzen. Und, hallo? Ah, das ist noch diese... Ah, das ist diese Rollstuhltür. Wartet. So. Muss man dann immer extra... Genau, muss man extra so machen. Also so einen Knopf hier unten drücken. Dann geht das aber auch. Ja, ich würde sagen, let's go! Die ganze Strecke werde ich jetzt in mehrere Folgen unterteilen. Ansonsten wird das nämlich nicht so gut sein, wenn ihr so ein Stundenvideo habt. Es werden 2-3 Folgen.
So. Nächster Halt, Next Stop. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich habe extra eingestellt, dass wir es. Dass wir sehr viele Passanten und sowas haben. Ja. So, ich habe jetzt nochmal ganz schnell die Musik leiser gemacht für bei der Aufnahme, dass ihr das auch, also dass ihr mich auch noch gut hört. Okay, das war jetzt ein bisschen schlecht. So fährt kein Straßenbahnfahrer in Wien. Ja. Ansonsten. Ja. Das Spiel habe ich mir vor kurzem zu meinem Geburtstag gekauft. Und ja, das Video wird wahrscheinlich mein erstes Video mit meinem neuen Schnittprogramm sein. Und ja. Das Ganze nennt sich Filmora 9. Hat kein Geld gekostet, aber ich hoffe, dass es sich auch auszahlt. Also es lohnt sich sicher. Und ja, da bastle ich derzeit noch an einem neuen Intro. Also deshalb wird es jetzt wieder nochmal in den nächsten Tagen ein bisschen ruhiger. Ich meine nicht ganz still. Es kommen sicher noch ein paar Dramsim-Folgen. Aber es wird LS19 kommen, ein neues Projekt, das tue ich auch gerade vorbereiten. Und ja, also wir haben, ich habe ein bisschen was vorbereitet, nur, ja, das dauert halt erst, bis ich es in die Tat umsetzen kann, weil ich halt jetzt eben das neue Schnittprogramm habe. Und wer sich jetzt fragt, so schaut Wien wirklich aus? Und ja, so schaut Wien aus. Also, ich war jetzt, hier in der Gegend bin ich nicht sehr oft. Ich glaube, einmal bin ich da vielleicht mal mit dem Auto durchfahren, weil irgendwie kommt mir die Gegend bekannt vor. Aber es ist sehr, also es ist wirklich 1:1. Also, das stimmt schon, was die da erzählt haben mit dem 1:1. Der Karte. Also wenn wir dann später auf der Ringstraße sind, da bin ich nämlich so gut wie jedes Weihnachten, also jedes Weihnachten bin ich da immer und auch öfters im Jahr, so unterm Jahr. Also ich habe da wirklich Erfahrungen, ich erkenne die wirklich wieder. Ja, manchmal, wenn man zu stark bremst hier in dem Spiel, kommen dann diese Glocken. Das heißt, hier darf man, ich glaube, ab der dritten Stufe oder sowas beim Bremsen ist dann die Glocke und die stört zwar sehr, aber ist halt wichtig, weil normalerweise macht man halt auch keine so eine Notbremsung als Straßenbahnfahrer. Kann mir jemand sagen, warum das? Ach komm. Ja, jetzt haben wir gerade so ein paar Performance-Sachen. Das sieht jetzt gerade nicht so schön aus, aber ja, das liegt daran, weil ich halt die komplette KI habe, also das Maximum, was hier geht, an so Stoßzeiten gerade Spiel um 15 Uhr, wo der meiste Verkehr ist. Und dann halt noch die Lichtdinger, das ist halt aufwendig. Aber ich glaube, man kann schon damit leben. So schlimm sieht es jetzt nicht aus. Ich glaube, im Video sieht es sogar noch besser aus, als wie ich hier gerade spiele.
Der Profi. Ja, Matzleinsdorfer Platz, da wird gerade die U5 gebaut. Haben sie vor ein paar Monaten begonnen. Kann ich ein bisschen was von Wien erzählen? Dieses Linienkreuz wird hier errichtet. Zwischen S-Bahn, U-Bahn und sowas. Das wird richtig groß dann am Ende. Und die Straßenbahn fahren halt hier dann im Tunnel. Mann, wo ist jetzt hier? Mann, das nervt, dass da hinten diese Tür manchmal nicht zugeht. Aber ich finde das schön, dass das hier automatisch angeht. Und das Licht leuchtet auch sehr schön. Also wir werden uns sicher nochmal den Wintermodus anschauen. Das Ding schaut halt wirklich so aus. Also das Rathaus, das ist genauso beleuchtet. Ja, also ich kann das Spiel echt nur jedem Wiener empfehlen. Tatsächlich, es ist gerade ein bisschen laut für mich, aber tatsächlich, Alter, jetzt wird's richtig laut. Alter Vater. Im Tunnel, da ist der Ton schon etwas lauter. So. Jetzt wird's wieder leiser. Jetzt kann ich es erzählen. FioApp, der Entwickler von diesem Spiel, der sitzt tatsächlich ein paar Straßen weiter von mir. Also ich war auch schon mal bei dem drinnen, da hat er so einen Tag der offenen Tür in die Art gehabt. Da jetzt geht die Performance hier wieder. Konnte man so besichtigen und da hat er auch den Lotus-Simulator, dieses München-DLC ausgestellt gehabt, konnte ich mit VR spielen und sowas. Das Spiel war halt noch nicht ausgestellt, weil es halt noch keiner kannte. Das wurde erst beim Next Sim Event angekündigt. Ja, jetzt wird's wieder laut. Da hatte ich jetzt eine kleine Notbremsung. Ich wusste nicht, dass das jetzt gleich um die Ecke da ist. Ja, aber ich kann das Spiel wirklich nur empfehlen. Und es wird ja auch ein bisschen erweitert. Das haben ja die Entwickler schon bekannt gegeben. Zum Beispiel wird jetzt in den nächsten paar Tagen, Wochen die E2 reinkommen. Das ist so ein typischer Oldtimer, eine Oldtimer-Straßenbahn. Und ja, da werde ich auf alle Fälle nochmal ein Video hochladen. Wahrscheinlich werden wir dann mit der die Strecke zurückfahren. Ja, das wird halt richtig cool noch in nächster Zeit. Jetzt sind wir wieder da. Oh, jetzt ist es schön leise, wenn es nicht mehr so halt im Tunnel. Oh, angenehm. Da müssen wir noch ein bisschen weiter nach vorne fahren. Ja, das war jetzt ein bisschen zu weit, aber egal. Wir können hier auch mal kurz aussteigen. Warte mal. Oh, wir sind sogar recht pünktlich. Wir sind planmäßig. Das freut mich. So. Ja, ansonsten, ich finde dieses Spiel richtig cool und es ist derzeit einfach mein Lieblingsspiel, weil halt LS langsam langweilig wird. Manche Mods machen es dann nochmal cool, aber LS ist jetzt halt wirklich out und deshalb werde ich also, da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Entschuldigung, ich fahre diese Strecke nicht sehr oft und schon gar nicht mit einer Straßenbahn und die bremst ja wirklich erst sehr spät und auch nicht sehr gut. Es quietscht dann immer sowas und das halte ich nicht aus. Und dann auch die Glocke dazu.
Man sollte halt generell nicht so schnell fahren, aber Entschuldigung. So. Jetzt sind wir da bei der Meierhofgasse. Da ist gerade was runtergeflogen bei meinem Bruder. Irritiert es einfach. Aber welche Tür ist noch auf? Bei uns vorne und hinten. Hinten ist zu. Hallo? Gut, macht jetzt auch zu. So. Ja. Dann. Attacke. Und. Boah, da war gerade ein Rülpser. Ja, sonst, ich habe den Kanal-Banner bei meinem YouTube-Kanal schon geändert. Wahrscheinlich ändere ich ihn dann irgendwann auch nochmal auf Twitch. Aber derzeit lasse ich es mal auf YouTube. Da steht jetzt Mobil, PC, Xbox halt mit einem anderen Design. Das habe ich mit meinem neuen Schnittprogramm schon hinbekommen. Oh, so geil. Ich freue mich schon richtig drauf. Das Profilbild habe ich probiert irgendwie zu ändern, aber jetzt habe ich so ein paar T-Shirts mit dem Logo oben. Da kann ich jetzt nicht einfach gleich 3 Tage später ein Logo ändern. Deshalb mache ich das auch nicht. Aber ich werde die Szenen, also den Anfang, wo dieses VLP und sowas, die Musik wird wahrscheinlich noch bleiben und so. Aber der die Szenen werden halt anders, dass ihr Spielszenen dann seht und sowas. Mit ein paar Effekten halt drüber. Oh, das ist super, wenn man hier an allen vorbeifahren kann. Oh, da ist eine Station. Kommen Sie rein, meine Damen und Herren. Da vorne ist jetzt, glaube ich, dann der Karlsplatz. Da werden wir dann enden und das nächste Mal weiterfahren. Das ist eine Station. Und da ist dieser gelbe Punkt. Jetzt habe ich ihn überfahren. Egal, aber der ist hier. Den sollte man hier sehen. Ja, das sollte, ist dieser Punkt. Da sollte man optimal stehen bleiben. Ja, ich lerne euch hier nochmal was. Profi bei der Arbeit. Okay, da haben wir jetzt dann rot. Da müssen wir jetzt stehen bleiben. Bisschen zu früh gefahren, aber das geht schon. Wäre da irgendwo noch ein Punkt gewesen? Weil der war jetzt schon da hinten. Da, wo ich jetzt draufstehe. Ach, crazy. Ja, egal. Wir machen mal alle Türen auf. Steigen mal aus. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Nein. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Nein. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Nein. So, ja, das war's mit der ersten Folge vom Tramsim. Ja, ich glaube, ihr habt jetzt mal einen kurzen Einblick. Ihr seht zwischen dem Irgendwasplatz und
dem Karlsplatz. Karlsplatz ist hier übrigens so ein Zentrum mit U2, U4 und U1 und sowas. Also da fahren sehr viele U-Bahnen hin. Ist auch eigentlich so ziemlich ein Zentrum in Wien. Und deshalb finde ich es sehr schön. Und man muss halt hier auch sagen, es sieht halt wirklich schön aus. Da geht man runter zur U-Bahn und sowas. Und so sieht's. Das ist jetzt zum Beispiel so eine U4-Station. Wenn die was auch in Wien wohnen, die werden das wahrscheinlich wissen. Aber ja, das ist die Flexity. In Zukunft, also in der nächsten Folge fahren wir die Strecke fertig. Und ja, zurück werden wir dann mit der neuen Straßenbahn fahren. Und ja, ich gehe jetzt hier nochmal kurz durch, dass ihr die Straßenbahn seht. Weil das sieht schon richtig schön aus mit den Sesseln und so. Das sind die neuesten Sessel in Wien. Also in diesen öffentlichen Verkehrsmitteln, die neue autonome U-Bahn soll auch diese Sessel haben. Das passt schon. Ich würde jetzt nur gern wissen, ob ich hier planmäßig bin. Da vorne ist die andere. Warte, dann steigen wir da nochmal. Ja, ich weiß, das war jetzt unrealistisch, dass man einfach sich hin teleportieren kann. Oh, da ist schon wieder dieser Bug. Okay, wir sind jetzt 2 Minuten ein bisschen hinten nach, weil ich jetzt halt 2 Minuten geredet habe, aber ich glaube, das macht nichts. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, eine Wiener Simulation. Ich habe sie als Wiener gespielt. Und ich kann euch nur sagen, das Spiel ist einfach großartig. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.